grüße euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Ich habe heute wieder mal das französische Kochbuch vorgeholt und daraus mache ich heute Schweinebraten mit Kräutern. Das ist das erste Mal, dass ich das mache, also kann es vielleicht einige Überraschungen geben oder es läuft ganz toll. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes natürlich unsere Zutaten. Dazu braucht man uns ungefähr 1,2 Kilogramm Schweinekotelett am Stück mit Fettrand. Normalerweise habe ich gesehen, auf dem Bild ist sogar eine richtige Haut drüber. Das habe ich jetzt nicht gekriegt. Naja, das wird also jetzt auch funktionieren. 2 Knoblauchzehen, Salbei, Rosmarin, Thymian, Petersilie, einen körnigen Senf, weiche Butter, Salz, Pfeffer, Öl zum Braten, ein Speck, ein Weißwein, Möhren, Petersilienwurzel, Gemüsezwiebel und ein paar Kartoffeln. Und jetzt legen wir los. Das Fleisch und den Knochen soll man jetzt trennen. So dass da wahrscheinlich so ein Platz entsteht. So, das Fleisch habe ich natürlich schon gewaschen und abgetrocknet. Die Petersilie, da mal jetzt fein schneiden oder hacken. Ich kann immer das Hacken nicht so gut, deswegen versuche ich es so fein wie möglich zu schneiden. Vom Rosmarin zupfe ich die Nadeln runter. Und auch da versuche ich sie so fein wie möglich dann zu schneiden. Die Thymianblättchen zupfe runter. Und auch ein paar Blättchen Salbei kämen dazu. Auch die zupfe vom Strang runter. Jetzt schneide ich nur den Knoblauch klein. Die ganzen Kräuter habe ich jetzt zu einem Esslöffel Butter dazugegeben. Die Butter ist schon weich und dazu kommt jetzt noch ein körniger Senf. Ich habe jetzt aber keinen französischen, keinen Dijon-Senf, keinen körnigen da. Jetzt nehme ich einmal, wir sind ja in Bayern, einen Wurstkuchelsenf dafür. Jetzt mal nicht so viel, sondern so einen guten Teelöffel voll und dann nehme ich noch also ein Dijon-Senf, der ein bisschen schärfer ist, weil vielleicht ist der Senf ja zu süß, da auch noch dazu. Und das vermenge ich dann mit der weichen Butter. Und da kommt jetzt noch ein Salz und Pfeffer rein. Zum Fleisch. Hier, wo ich den Knochen weggeschnitten habe, kommt jetzt unser Gemisch rein. So. Das Fleisch wird jetzt gut gesalzen und pfeffert. So. Und auf der Fettseite steht da, kommen noch mal Kräuter rauf. Und das Ganze wird jetzt mit dem Küchengarn festgebunden.
So, ich glaube, zwei so Dinge reichen. In der Bratreine gebe ich jetzt reichlich Öl. Steht zumindest da. Das Fett scheint jetzt heiß zu sein. Jawohl. Nachdem ich jetzt den Braten rundum schön angebraten habe, gebe ich ihn raus auf einen Teller und das Fett, oh, das ist furchtbar heiß. Boah, das qualmt schon ein bisschen. Kommt raus. Das schaut jetzt da drin ein bisschen schwarz aus. Das tupfe ich auch ein bisschen raus. Nicht, dass das ein wenig angebrannt sonst schmeckt. Übrigens habe ich den Ofen schon auf Heißluft bei 180 Grad jetzt vorgeheizt. Jetzt kommt das Fleisch wieder in die Reihen rein, mit der Fettschicht nach oben. Und auf diese Fettschicht kommt jetzt dünn ein Speck rundum und um. Schaut doch toll aus, gell? Und jetzt kommt es in das Rohr. Also 180 Grad habe ich jetzt vorgeheizt. Jetzt reduziere ich das Ganze auf 160 Grad. Und der bleibt jetzt da drinnen eine halbe Stunde. Nach einer Viertelstunde ungefähr mal nachschauen. Da gehört ein bisschen Weißwein aufgegossen. Aber das zeige ich euch ja gleich. Bis gleich. In der Zwischenzeit bereite ich das Gemüse vor. Also die Möhren werden geschält. Ich habe jetzt da drei Stück, drei ganz dicke. Fünf Stück stehen im Rezept. Vier Personen. Die Möhren schälen. Und ich teile jetzt die auseinander, weil eben die so dick ist. Und in große Stücke schneiden, also so 4 bis 5 cm. Ich habe jetzt dazu also ein Wurzelwerk, also so ein Suppengemüse gekauft, so ein fertiges, das eingepackt ist. Da ist jetzt keine Petersilienwurzel drin gewesen, sondern ich habe jetzt hier einen Sellerie. Aber ich glaube, dass der auch ganz gut dazu schmeckt. Und auch ein Stück Lauch dazu. Und bei dem Zwiebeln steht eine große Gemüsezwiebel. Ich habe jetzt ein paar kleine Schalotten, aber ich glaube, das tut dem Ganzen nichts ab. Das geht bestimmt auch. Also das Ganze tue ich jetzt einmal würfeln. Da braucht es mir jetzt nicht zuschauen, sonst wird es euch zu langweilig. Die Zwiebeln, die schneide ich jetzt nicht in Würfeln, sondern schneide es in so Streifen, Spalten, wie man es auch nennen mag, dass man da noch was erkennt. Den Lauch, den habe ich in so größere Scheiben geschnitten und den Knoblauch auch in Scheiben. Wenn ich jetzt junge, frische Kartoffeln gekriegt hätte, hätte ich die Kartoffeln nur teilen müssen und so wären sie dann in die Soße gekommen oder zum Fleisch gekommen. Ich habe jetzt aber keine jungen Kartoffeln, sondern habe normale. Ich schäle halt jetzt die wie ganz normal.
und gebe sie in der Zwischenzeit in eine Schüssel mit kaltem Wasser, damit sie mir nicht braun werden. Und außerdem muss ich euch sagen, mag ich das sowieso nicht so gern, die Kartoffeln mit Schale. Manche Leute schwärmen dafür, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Kartoffel dann esse, da habe ich am Schluss immer nur die Schale im Mund drinnen. Also ich bin ein Schalen von den Kartoffeln drinnen im Mund. Und das schmeckt mir nicht. Das muss ich nicht haben. Ich habe jetzt da noch ein bisschen was von den Kräutern übrig gehabt. Die habe ich jetzt noch mal klein gehackt. Und außer der Petersilie, also Thymian und Salbei und Rosmarin sind das, wird das da jetzt ein bisschen unter das Gemüse drunter gemischt. Jetzt ist einmal eine Viertelstunde vorbei und ich bin schon gespannt, wie der Braten jetzt ausschaut. Oh ja, mal schon an, schön braun ein bisschen. Ich gebe jetzt da dazu ein bisschen an Weißwein. Man kann auch Brühe dazu geben. Und das lasse ich jetzt noch mal weiter die Viertelstunde so braten. Das Fleisch war jetzt insgesamt eine halbe Stunde im Rohr und kommt jetzt raus auf einen Teller. Und jetzt muss ja das Gemüse in die Bratreine. Dazu gebe ich jetzt, sieht man schon, ja, gehen ein bisschen nach hinten, die Kartoffeln nochmal zu meinem Gemüse. Und das wird jetzt noch gesalzen und gepfeffert. Nicht zu viel, denn jetzt tue ich dann mit der Brühe aufgießen und da ist ja eh schon Salz drin. Diesem Gemüse kommt jetzt auch noch der Speck, den ich da ablösen muss. Und darüber kommt jetzt halt ein bisschen Geflügelbrühe oder ein Fond, je nachdem was habt ihr. Also ich tue jetzt da keinen Weißwein mehr, den könnte man auch nehmen, aber das wird man vielleicht zu säurelastig. Und jetzt kommt da nochmal das Fleisch drauf und das Ganze kommt jetzt nochmal bei 160 Grad in den Ofen. Insgesamt kommt das Fleisch 1,5 Stunden in den Ofen, aber jetzt nochmal eine halbe Stunde und dann geht es nämlich nochmal weiter. Jetzt ist wieder eine halbe Stunde vergangen. Jetzt muss ich das Gemüse ein bisschen durchrühren. Und über das Fleisch ein wenig so einen Saft drüber träufeln. Und in meinem schlauen Kochbuch steht, jetzt muss ich die Hitze nochmal erhöhen. Und zwar auf 180 Grad. Das bleibt jetzt nochmal eine halbe Stunde drin und dann ist fertig. Jetzt ist die halbe Stunde vorbei und so schaut es jetzt aus. Also das Fleisch schön braun. Die Kartoffeln auch ein bisschen angebräunt, ein bisschen Soße ist noch drin. Jetzt kommt das Fleisch raus. Und jetzt wird es aufgeschnitten. Mal die Schnürchen weg. Thank you.
Schau, wenn wir das mit Knochen so auseinanderbringen. Ich da unten ein bisschen gucken. Uff. Jetzt. So ist, da ist die Kräuterfüllung drinnen. Schaut doch ganz gut aus und schön saftig schaut es aus. So, dann kommt jetzt da unser Fleisch drauf. Und dazu Gemüse und die Kartoffeln. Schaut doch ganz gut aus. Und so schaut es aus, wenn es fertig ist. Dazu habe ich ein bisschen einen Tomatensalat gemacht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Pfiat euch! Bis zum nächsten Mal bei Kochen mit Traudl.